Ich bin ein Abschreiber, spicke nur rum, hör nicht auf meinen Lehrer. Hausaufgaben mach ich in der Schule, das ist fucking awesome. Ich wache auf und hab einfach mal null Bock, jetzt in die Schule zu gehen, weil ich nur rumhock und einfach gar nichts tu, außer ständig abschreiben. Kann ich nicht einfach im Bett liegen bleiben? Mein Vater muckt auf. Du sollst in die Schule gehen, denn sonst werde ich dich bald bei RTL sehen. Also beweg dein Po, lerne für die Schule hoch. Ja, ein Moment, ich muss nur noch kurz aufs Klo. Piss. Denn tu ich nicht. Ich mach die Deutschhausaufgaben für den Unterricht. Motivation für Schule, die fehlt mir. Ich werde später einfach Hausmeister und putze hier. In der Schule liege ich mit dem Kopf auf dem Tisch. Ich bin am Schlafen und höre meinen Lehrer nicht. Mir ist das scheißegal, denn ich werde abschreiben und hoffentlich nicht sitzen bleiben. Ich bin ein Abschreiber, spicke nur rum, hör nicht auf meinen Lehrer. Hausaufgaben mach ich in der Schule, das ist fucking awesome. Ich bin ein Abschreiber, spicke nur rum, hör nicht auf meinen Lehrer. Hausaufgaben mach ich in der Schule, das ist fucking awesome. Der Rektor meint, du bist einfach viel zu dumm. Wenn du nicht besser wirst, ja dann bringen wir dich um und vergraben deine Leiche, still und einsam. Alter, wir sind hier nicht bei Sormann. Doch, guck dich um, alle Lehrer sind Spießer. Doch eigentlich haben wir Hunger auf Schüler. Und wir warten nur auf Leute wie dich. Mit Salz und Pfeffer schmeckst du gut. Das ist doch widerlich. Mein Lehrer ist absurd und will mich essen am liebsten mit Joghurt. Ich bin seine Lieblingsspeise, das ist richtig scheiße. Hallo? Mein Sohn, ich hab dir doch befohlen zu lernen. Hä, ich hab schon gelernt. Hör auf zu lügen und mach die Aufgaben. Nee, mach ich nicht, denn ich bin ein Abschreiber, spicke nur rum, hör nicht auf meinen Lehrer. Hausaufgaben mach ich in der Schule, das ist fucking awesome. Ich krieg den Test zurück und hab ne 6, wo bleibt mein Glück? Egal, ich scheiß auf Schule, ich werd einfach Penner. Das war's auch schon wieder mit unserer neuen Parodie zu Thrift Shop. Wenn es euch gefallen hat, lasst mal einen Daumen nach oben da. Yo, und jetzt könnt ihr euch entweder unsere letzte Songparodie anschauen, und zwar von Bilder im Kopf von Sido, oder ihr guckt euch unser letztes Fragen- und Antworten-Video auch an, wo wir eure Fragen kommentiert und beantwortet haben. Ihr könnt uns auch noch abonnieren, wenn ihr kein Video mehr verpassen wollt, oder auf unserer Facebook-Seite vorbeischauen. Die ganzen Links sind hier. Und auch nochmal kurz einen Dank an Brake TV oder Marc von Brake TV. Der hat uns bei der Parodie auch ein bisschen geholfen. Vielleicht habt ihr ihn gesehen. Der war dabei. Und ja, seine Videos auch mal abchecken. Bis nächsten Samstag bei einem neuen Video. Ciao! Oh.